Altkunststoffe und andere Abfälle stellen eine immer größer werdende Herausforderung für unsere Umwelt dar. Dieser Verantwortung stellen sich die Unternehmen Multiport und Multipet in Bernburg. In einer Welt des wachsenden Rohstoffverbrauchs sind gerade Unternehmen, die sich mit dem Recycling von Sekundärrohstoffen auseinandersetzen, ein wichtiger Lieferant für die Industrie. Mit ihrer hervorragenden Kompetenz in der Sekundärrohstoffwirtschaft als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und der Kunststoffverarbeitung setzen Multiport und Multipet Standards in Sachen Rohstoffe aus Kunststoffabfällen. Mit einer Jahresleistung von mehr als 55.000 Tonnen sind die Unternehmen ein starker und verlässlicher Partner mit ausgeprägter Kundenorientierung. Multiport war 1991 einer der ersten Betriebe, der nach Inkrafttreten der Verpackungsverordnung mit dem Kunststoffrecycling begonnen hat. Nach einer wechselvollen Geschichte mit der Herstellung von Holz- und Betonersatzstoffen aus Mischkunststoffen und der Verwertung von Folien konzentrieren wir uns seit 2006 auf die Herstellung von HDPE-Compounds. Multiport verarbeitet Verpackungsabfälle aus HDPE und PP zu erstklassigen Compounds. Das Eingangsmaterial wird überwiegend zu Ballen verpresst angeliefert. Alle offensichtlichen Verunreinigungen, die den Aufbereitungsprozess stören, werden entfernt. Danach folgen automatische, gesteuerte Zerkleinerungen zu Mahlgütern und mehrere Wasch-, Reinigungs- und Trennprozesse bis hin zur mechanischen Trocknung. Die hergestellten Mahlgüter werden anschließend zu Compounds weiterverarbeitet. Beim Einsatz kundenspezifischer Rezepturen entstehen individuelle, exakt dem jeweiligen Bedarf entsprechende Rohstoffe für die kunststoffverarbeitende Industrie. Heute ist Multiport der größte Hersteller von HDPE-Compounds aus Sekundärrohstoffen in Deutschland. Wir stellen jährlich mehr als 30.000 Tonnen HDPE-Compounds unter der Marke Multitene als Rohstoff für die kunststoffverarbeitende Industrie her. Unter dem Markennamen Multitene Colors bieten wir unseren Kunden seit 2016 rote, blaue, gelbe und grüne HDPE-Compounds an. Unsere Spezialität ist die Lieferung gleichbleibender Qualitäten mit auf die Bedürfnisse der Kunden eingestellten Verarbeitungseigenschaften. Die lückenlose Qualitätssicherung im Rahmen des wiederholt zertifizierten Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 setzt sich während und nach der Produktion fort. Langjährige Erfahrung und moderne Prüfeinrichtungen garantieren den Kunden Produkte in höchster Güte. All diese Ansprüche erfüllen die Unternehmen mit qualifizierten, erfahrenen und motivierten Mitarbeitern im Dienste von zufriedenen Kunden und einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung durch nachhaltige Gewinnerzielung. Auch Multipet gehört zu den Pionieren im Kunststoffrecycling. Nachdem Ende der 1990er Jahre die PET-Flasche als Verpackung im Getränkebereich in Deutschland zugenommen hat, war die Multipet mit ihrer Anlage in Bernburg einer der ersten in Deutschland, die sich 2001 dem Thema der Herstellung von PET-Flakes aus gebrauchten PET-Flaschen angenommen hat. PET-Abfälle als Ausgangsmaterial für Rohstoffe werden bei Multipet nach einem speziellen Verfahren aufbereitet. Dafür steht eine optimierte Anlage zur Verfügung, die jährlich aus mehreren tausend Tonnen PET-Flaschen hochwertige PET-Flakes produziert. Die vorsortierten Kunststoffe werden auf Störstoffe untersucht, dann gemahlen und intensiv gewaschen. In einem speziellen Dichtetrennverfahren und anschließenden automatischen Sortierschritten wird das Material von sämtlichen Fremdstoffen getrennt. Nach dem Trocknen entstehen PET-Flakes, die in unterschiedlichen Farben und Qualitäten einen hochwertigen Ausgangsstoff für ganz verschiedene Produkte darstellen. Heute zählen wir mit einer Produktionskapazität von 26.000 Tonnen PET-Flakes zu den größten Anlagen in Deutschland. Unsere Produkte werden in der kunststoffverarbeitenden Industrie zu Verpackungsfolien, Fasern, Verpackungsbändern und PET-Flaschen verarbeitet und dem Wirtschaftskreislauf erneut zugeführt. Multiport und Multipet sind anerkannte Spezialisten für die Herstellung von HDPE, PET und PP. Ständige Qualitätskontrollen mit modernsten Technologien und Verfahren garantieren dem Kunden die hohe Reinheit und Güte der Produkte. Neben dem enormen wirtschaftlichen Vorteil für die Verarbeiter eröffnet sich auch ein erhebliches Einsparungspotenzial von klimaschädlichem CO2. Ja, am Lehrgebiet für Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit betreuen die Unternehmen Multiport und Multipet seit 2013 und berechnen jährlich die Einsparpotenziale an CO2-Emissionen. Unseren letzten Berechnungen zufolge gelingt es den Unternehmen Multiport und Multipet, durch die Produktion der HDPE-Compounds und PET-Flakes ein Einsparpotenzial von mehr als 100.000 Tonnen CO2-Äquivalenten zu verwirklichen.
Diese Einsparungen werden realisiert, wenn die Produkte beider Unternehmen in der Kunststoffindustrie eingesetzt werden. Es gilt, Schritt zu halten mit den Herausforderungen einer wachsenden Weltbevölkerung und der Verknappung von Rohstoffen. Genau dort setzen die Unternehmen Multiport und Multipet an. Mit einem von verschiedenen Standorten aus weltweit agierenden Vertriebsnetz und einer damit verbundenen Kundennähe spielen beide Unternehmen mit ihrer klaren Strategie zur Bereitstellung von innovativen und umweltfreundlichen Lösungen im Bereich der Herstellung von Kunststoffen aus Sekundärrohstoffen eine entscheidende Rolle. Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 und 50001 gehen beide Unternehmen deutliche Schritte in Richtung Umweltschutz und Erhaltung von endlichen Ressourcen. Durch den Einsatz der Produkte von Multiport und Multipet kann auch die kunststoffverarbeitende Industrie Verantwortung für kommende Generationen übernehmen.